Mit Musik und Grußworten ist der Anbau der Gutenberg-Realschule in Northeim eingeweiht worden. Bereits einen Abend vor der Feier wurde das neue Schild vor dem Hauptgebäude angebracht. Während das alte Gebäude durch seine weiße Farbe gekennzeichnet ist, erkennt man den Anbau durch sein helles Grün. Der 1,7 Millionen Euro teure Trakt beherbergt nicht nur eine neue Aula, sondern auch einen Werkraum, einen Musikraum und mehrere naturwissenschaftliche Fachräume. Auf der Einweihungsfeier präsentierten auch die Schüler ihr Können. Neben Musik gaben sie auch Gedichte und andere Präsentationen zum Besten. Nach Inbetriebnahme des Anbaus muss nun nur noch das Außengelände gestaltet werden. Auf dem Außenhof stehen derzeit nur schwere Gerätschaften und Baumaterial. Ideen zur Gestaltung gibt es jedoch bereits genug.